Was haben wir denn jetzt als nächstes? Achso, das war... Okay. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal hier diese Abonnentenzahl auf 20.000 erhöhen, bevor ich weitermachen kann, ne? Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine kleine Nebenquest, die wir vorher machen. Scheinbar. Die sitzen ja da gechillt am Tresen hier. Willkommen beim Treffpunkt des Geisterjägertrupps. Auf Anordnung der 10 Fürstenkommission sind wir befugt, die Heliobi hier zu fangen. Ja, das wusste ich auch schon. Öffne Lufo Paranormal und sieh dir an, worüber die Leute so gepostet haben. Bleib einfach am Ball, auf diese Weise machst du dir einen Namen und wirst auch mit weiteren Ermittlungen betraut. Die Selbstanfrage hat mein Interesse geweckt, klicke darauf und schau sie dir an. Okay. Da kriegen wir 4.500, da kriegen wir noch nicht direkt instant die 20.000, das ist aber schade. Lass es trotzdem mal reingucken. Das hasse ich so an Events, ne? Also sage ich jetzt ganz offen, das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich bin jemand, der liebt es, die vertonten Sachen zu spielen, die vertonten Storyparts. Aber ich hasse es, wenn sie bei Event das so machen. Erster Part vertont, dann den zweiten Part nicht vertont, den dritten, wenn man das dann wieder freigeschaltet hatte, vertont, den vierten dann wieder unvertont, den fünften dann wieder vertont, den sechsten wieder unvertont und so weiter. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Und das Ganze ist sehr geheimnisvoll. Nee, das in dem Fall nicht. Ach ja. Okay. Na gut. Es geht also um einen Geist, der Schach spielt. Ich klicke jetzt einfach durch. Das ist mir jetzt... Ich meine, wenn ihr das gerne lesen wollt, wenn ihr ein Freund davon seid, dann könnt ihr das natürlich selber spielen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also generell, Star Rail lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich bin kein... Freund generell von Nebenquests. Also jetzt im generellen Spielen ja, aber jetzt nicht unbedingt im Stream, da konzentriere ich mich lieber auf Hauptstory-Parts. Und vor allem bin ich, wie gesagt, wie eben erwähnt, kein Freund von dieser Mischmasch aus beidem, ne? Das mag ich überhaupt nicht. Aber na gut. Jeder hat so seine Vorlieben, ne? Sagen wir es mal so. Jetzt haben wir hier Yang Qing sogar. Ist auch so ein kleiner Schachfreund, wie es scheint. Wollte er hier ein bisschen Schach spielen gegen einen der Heliobi. Jetzt weiß ich auch, warum es scheinbar so aussah, als ob das mit dem Event so ewig lange dauert, weil man einfach wahrscheinlich ewig lange Zwischenparts hat zwischen den Storyparts. Okay, was haben wir denn hier? Gib dem Ingenium im Voraus Befehle für die Bewegungsrichtung und führe es so aus, dass es das Labyrinth in einer bestimmten Anzahl von Zügen verlässt. Das Ingenium bewegt sich in die angewiesene Richtung, bis es auf ein Hindernis stößt und führt dann den nächsten Richtungsbefehl aus. Okay. Okay, also einmal nach da. Das war jetzt hochkomplizierte Raketentechnik. Ja, mochte sie scheinbar nicht, ja? Dass wir das so easy durchgespielt haben. Dann hauen wir ihr eben einen über die Mütze. Ich finde es schön, dass immer wieder das Unholdfeuer jetzt zum dritten Mal, glaube ich, erklärt wird. Das war eine sehr große Herausforderung, auf jeden Fall. Ja, na wenigstens haben wir die schnell eingefangen. Ja, jetzt, das habe ich befürchtet, jetzt quatscht Yang Qing uns hier noch einen an der Backe oder was? Okay,
Ne, das ging scheinbar schneller als erwartet. Das ist schon mal ein positiver Punkt dann. Weil manche Nebenquests, die ziehen sich auch ellenlang hin. Ich mir dann auch dann denke, meine Güte, das Endresultat ist ultra einfach und es zieht sich und es zieht sich und es zieht sich, weil die Person noch dies und jenes und welches bequatschen muss, was dann im besten Fall noch gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Da gab es, glaube ich, ja bei den ersten Versionen tatsächlich Kritik von der Lofo. Was haben wir denn hier? Okay, wir gucken erstmal daran, dann rede ich gleich weiter. E-Sport ist ein Zukunftstrend. Digitale Wettkämpfe werden Realität. Hm. Schockierend, die wahre Identität der komischen Schachspielerin ist. Ah ja, das könnte mal passen. Da gab es ja bei der Lofo-Kritik, dass die Story-Quest unterbrochen wurde, wo wir, hatte ich glaube ich auch erwähnt, wo ich das ein bisschen komisch fand, wo wir Kafka gefangen haben. Und da wurde das mit irgendwas anderem zwischendurch unterbrochen, mit irgendeiner vollkommen irrelevant. Ich glaube, das war tatsächlich auch Bailu. Vollkommen irrelevanten Storyline. Wo wir Bailu da gefunden haben, die irgendwie geheilt hat. Und dann haben wir mit dieser Kommission da rumgequatscht. Während wir eigentlich nur ein paar Meter weiter hätten gehen müssen oder folgen müssen, um Kafka hinterher zu eiern. Mit ihr ein bisschen was zu machen. Habe ich da damals auch nicht ganz verstanden. Scheinbar war ich da dann auch nicht der Einzige, der das nicht ganz kapiert hat. Denn ich glaube, jetzt haben sie es tatsächlich abgeändert und das irgendwie rausgenommen. So, kann ich hier noch was einsammeln? Ein paar Pelonen, ja. Uns fehlen jetzt irgendwie noch 3000 von den Abonnenten ungefähr. 3800, glaube ich. Das ist nur die Frage. Da haben wir irgendwo noch eine Nebenquest, ne? Ja. Am Tresen. Am Treffpunkt kannst du auch einen kurzen Blick auf die aktiven Unterdrückungstürme werfen und dich dann auf dem Weg zu deiner Herausforderung machen. Hier kannst du auch die Austreibungstechniken ausprobieren, die wir bereits gelernt haben. Ja. Auch wichtig, die Abo-Belohnung von Lofo Paranormal kannst du hier einlösen. Denk also dran. Okay, du kannst ja das alles unter mein Konto ein. Ja. Wir sind 2800 entfernt von den 20.000. Die kriegen wir bestimmt jetzt auch gleich noch zusammen. Und dann können wir noch uns dem zweiten Part widmen. Ja, das müsst ihr jetzt echt nicht alles erklären, dass ich mir Sachen abholen kann. Also, so doof bin ich dann, glaube ich, auch nicht. Ich würde auch behaupten, auch die Spieler sind nicht so dämlich. So, was haben wir denn hier? Gespenstische Sternskiff. Unheimliche Geister, die niemals ruhen. Beim Sternaffen, ein Geisterschiff aus der Vergangenheit ist plötzlich aufgetaucht. Ich arbeite bei der Himmelsreisekommission und habe schon viele merkwürdige Sternskiffe gesehen, aber dieses Geisterskiff ist wirklich eine Premiere für sich und für mich. Ich habe schon öfter Geschichten darüber gehört, dass gespenstische Sternskiffe die Lebenden aus dem Reich der Sterblichen entführen können. Nachdem ich es zusammen mit einem Botschafter gesehen habe, weiß ich, dass das die reine Wahrheit ist. Gespenstisches Sternskiff materialisierte sich genau hier. Okay. Da kriegen wir 4500, das ist schon mal nice. Dann hätten wir nämlich die 20.000, dann können wir mit der Story weitermachen. Dann gehen wir da einmal kurz hin. Nachdem wir uns wieder ellenlang mit unseren treuen Kameraden Zushang, Hoho und Gunaifan ausgetauscht haben über Informationen, die wir schon längst gerade eben gelesen haben. Weil das gehört natürlich dazu und selbstverständlich musste das selbst natürlich nicht vertont werden. Und daher werden wir jetzt einfach drüber skippen, weil da nichts sonderlich Hilfreiches dabei ist. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen, vielleicht ein bisschen zickig. Aber ich denke, ich kann mir das auch mal erlauben. Ich kann ja auch mal meine Meinung dazu äußern. Ne? Ich finde, es ist nichts Schlimmes. Ich meine, das Spiel ist ja nach wie vor gut. Aber ich bin kein Freund von sowas. Ich habe, wie gesagt, auch nach wie vor, also generell, ich sag mal so, ich habe nicht unbedingt was dagegen. Ich habe nur was dagegen, wenn das bei zeitlich begrenzten Events gemacht wird. Ne? Also wenn es jetzt ein dauerhaftes, in Anführungszeichen, Event wäre, was keine zeitliche Beschränkung hätte. Ich meine, okay, hier ist es jetzt auch nur ein Monat. Von daher, man hat schon gut Zeit. Aber es ist ja trotzdem zeitlich begrenzt und da bin ich überhaupt kein Fan von.
Von daher, wenn es jetzt unbegrenzt wäre, dann hätte ich da auch nicht so wirklich das Problem mit. Aber ich bin halt jemand, ich lasse mir gerne mal Zeit, ich lasse mich gerne nicht hetzen. Die Story kann man, glaube ich, im Nachhinein sogar auch noch spielen, aber du kriegst dann halt die ganzen Belohnungen nicht, ne? Und das ist auch schon, meh, auch nicht gratis Ware dann. So, da hinten ist das Gift. Schnappen wir uns das mal. Ich verstehe auch generell nicht, warum man... Man kann es ja auch einfach so machen, dass man Events unvertont macht. Oder halt die Story-Events dann auch dauerhaft macht mit der Belohnung. Weil ich verstehe nicht, die Story-Events, wenn die sowieso im Game bleiben, wie das jetzt hier zum Beispiel, warum kann man dann nicht einfach auch die Belohnung im Game lassen? Warum kann man dann am Ende nur das Event, sage ich mal, nochmal spielen? Wenn man es nicht abgeschlossen hat, das gleiche kann man ja auch bei diesem Pokémon-Verschnitt hier, wo man mit den Monstern kämpft, das könnte ich theoretisch auch noch abschließen, aber ich kriege halt keine Belohnung mehr dafür. Das kapiere ich ja nicht. Warum macht man es nicht einfach dauerhaft? Mann, rein logisch gesehen, vom Verdienst her, was Mihoyo oder HoYoWes reinkriegen will, kann man schon verstehen, vom Marketing her, ne? Weil dann zwingst du die Leute mehr oder weniger zu spielen. Oh, ist kurz husten. Dann zwingst du natürlich die Leute erstmal zu spielen, wegen FOMO, also Fear of Missing Out. Aber es ist trotzdem keine so schöne Sache, finde ich. Das könnte man auch benutzerfreundlicher lösen. Aber naja, es ist, wie sie sich ganz nicht ändern. Den Kleinen hier, stimmt, der folgt mir ja auch noch teilweise rum. Da muss ich auch noch, die ganzen Story-Quests muss ich auch irgendwann nochmal machen. Da bin ich auch noch nicht ganz hinterher gekommen. So viel noch, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll tatsächlich, weil oftmals komme ich gar nicht so zum Streamen. Zum einen, weil ich Genshin halt nebenbei habe. Jetzt habe ich halt Star Rail noch nebenbei. Irgendwann demnächst, glaube ich, kommt sogar auch noch Zenless Zone Zero raus. Das wollte ich mir ja auch mal anschauen und werde es dann wahrscheinlich auch weiter und länger spielen. Und wie hieß das andere noch? Ich glaube, das ist allerdings nicht von Mihoyo, Wuthering Waves oder sowas. Das kommt auch aus. Ist auch so ein Anime-Game, das so ein bisschen ähnlich ist wie Star Rail und Genshin. Wobei ich glaube, eher an Genshin vergleichbar. Von daher kommen da dann auch nochmal zwei Games dazu. Dann habe ich noch weniger Zeit, um Gottes Willen. Es kann also sein tatsächlich, dass ich dann in Zukunft, wenn das ein bisschen zu viel wird, dass ich dann sowohl in Star Rail als auch möglicherweise in Genshin kleinere Events mit Story-Impact oder Vertonung möglicherweise skippe und entweder auf Stream mache oder tatsächlich auch gar nicht gegebenenfalls. Ich glaube, in Genshin hatte ich letztens ein Event gehabt, was ich geskippt habe, weil ich da einfach zeitlich keine Zeit und Muße zu hatte. Leider. Und irgendwann zwischendurch auch immer mal wieder vergessen habe. Ah ja, irgendwann ist die Zeit halt leider nicht da. Und wenn es dann alles halt immer nur diese begrenzten Quests sind, von wegen einer Woche oder zwei Wochen, dann wird das mit mehr Spielen halt immer ein bisschen schwieriger dann, ne? Aber, wie gesagt, es ist ja nicht so wild, es ist ja nicht in dem Sinne verloren. Man kann ja selber, sage ich mal, die Spiele auch spielen. Ist ja alles Free-to-Play, Star Rail ist Free-to-Play, Genshin ist Free-to-Play, Zenless Zone Zero wird Free-to-Play sein, Wuthering Waves, soweit ich gehört habe, wird auch Free-to-Play sein. Von daher, wenn man das alles selber erleben möchte, hat man auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Jetzt habe ich so lange gequatscht, jetzt sind wir, glaube ich, auch fast damit durch. Ach, das ist sogar mal ein automatischer Fight. Muss ich also nichts machen, sehr schön. Oh, 160.000, nicht schlecht.
Ach, guck mal, Joko und Tava auch noch mit auf. Der haben wir eben noch gequatscht. So, und ich würde mal sagen, dann, wenn das hier durch ist, also wenn wir diese Nebenstory haben, dann haben wir die 20.000 Abonnenten, dann können wir den nächsten Teil auch noch machen. Ich glaube, insgesamt gibt es, bin ich mir gar nicht sicher, 3 oder 4 Story-Parts von diesem Event. Ich glaube, ich vermute mal 4. Aber dann können wir heute zumindest Story-Part 1 und 2 schon mal abschließen. Ich denke, dafür sollte die Zeit eigentlich noch reichen. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, muss ich mir eine andere Lösung suchen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Oh, dich nehmen wir mit. Ein Sparschwein, da sage ich nie nein. Dann einmal das Viech einschließen. Nachdem man selbst natürlich vor dem Ding erstmal wieder eine halbe Stunde über irgendwas gequatscht hat. So, was haben wir denn da? Geisterflotten, die nicht zu entdecken sind. Oder der fliegende Daiyua, keine Ahnung, was das ist. Test eines riesigen Drohnenprojektsystems. Ah. Aber die Geisterflotten, ne? So, gib mir die Abos. Na also, fast eine Schnapszahl. 22.211. So, jetzt können wir auch weitermachen. Zu wem dürfen wir denn? Wieder an den Tresen. Stimmt, da sind sie, da sitzen sie alle versammelt drauf. Konnichiwa, Nanashibito-san. Kyou no sakusen kodo o hajimeru? Juu-oshi sanka, Saiyo toubou jiken, tokubetsu shori koudou tai, tsuushou sokki tai. Mata genki ni nimmu o suikou suru zo! Sehr begeistert. Einstempeln. Kann ich nicht zu 4 Tage Woche wechseln? Ja, die hätte ich auch gern. キュージンにはそんなこと書いてなかったでしょって、そもそも求人なんか出してないけど。眠くて死にそう。そんなに元気いっぱいなんて、ケイちゃん一体どんな妙薬を飲んだの。フォロワー数がどんどん増えてくのを見てると、興奮して眠れないんだよね。 私には濃いコーヒーを飲むより効くんだ。ケイちゃんはそれが本業だからね。私は全然ダメ。目を閉じた瞬間、自分とビャクロ様がぐるぐる回ってる夢を見て、自分が出陣するより疲れちゃった。Ein wahrer Albtraum war. スーちゃん、日中ずっと寝てたよね。ヨウマ退治は夜に勤務が始まるんだから、太陽が出てる間に寝るのは合理的でしょ? あ、そうだ。私が睡魔に取り憑かれたって言う体で、寝床に封じて、あと60から100時間くらい寝かせてくれない?グラフェズ。私を獣王子に引き渡したと思ってさ。Klingt wie jemand, den ich kenne. Klingt, als hätte es so Zeitmenschen Schäfer, Bruder. じっと静かにいっぱい打ち仲間と戦ってるところを見る。フォフォも彼女のこと知ってるの?すごい有名なんだね。え?一体誰なの?Sprich mir gut einfach und besuche den Beitrag hier. この人だよ。ほら、この投稿を見て。Wie immer zu spät bei der Arbeit, aber alle benehmen sich seltsam.
Es passiert in einer gewissen Kommission, die nicht näher benannt werden soll. Es war wirklich seltsam. Als ich heute zur Arbeit kam, wirkten alle irgendwie seltsam. Ihre Gesichter waren blass, die Mienen düster. Sie schauten abwesend und unkonzentriert und bewegten sich sehr langsam. Ich fragte neugierig, was denn los sei, aber niemand sagte ein Wort. Überhaupt machten die gesamte Wahrsagekommission einen gruseligen Eindruck. Und das hat mich so erschreckt, dass ich jegliches Interesse am Legespiel verloren habe. Was für ein Legespiel. Und ich erlebte sogar etwas noch Seltsameres. Als ich versuchte, mich ungesehen wegzuschleichen, begegnete ich der höchsten Wahrsagerin. Sie fragte nicht einmal, warum ich nicht bei der Arbeit sei, sondern sagte nur, ich solle wie üblich zu spät kommen. In dieser gewissen Kommission geht definitiv etwas vor sich. Oh, sogar Kommentare. Alle Flüsse fließen, das ist ein sehr kreativer Name. Ihr habt sogar die höchste Wahrsagerin genannt. Was bringt das überhaupt mit dieser nicht näher benannten Kommission? Ohne guten Namen ist die Wahrsagekommission nicht für das Einfangen von Geistern zuständig. Ja, Vitiahatara, oh nein. Das fällt in den Zuständigkeitsbereich der 10 Fürstenkommission. Moment mal, was für Geister? Nutzer 2, was sind das für unkreative Namen? Wenn alles andere außer dir betroffen sind, könnte es sein, dass alle anderen normal sind und eigentlich nur du betroffen bist. Ja. Kartoffelraspler mit Ingwer, oh, das klingt irgendwie komisch. Dann melde das doch der Verwaltungskommission. Ich spüre gar nichts, wenn ich das sehe. Umgehe, ich habe so Angst. Ja. 45.000 Abonnenten kriegen wir da Wahrscheinlich das nächste Jahr 100.000 wetten. Seit wann braucht sie einen Grund, nicht zu arbeiten? Okay, schreibe Chinchi. Ist bei dir alles in Ordnung? Hat er dich fürs Erste von der Wahrsagekommission entfernt, dann könnte es gefährlich werden. Keine Sorge, ich habe gesehen, was passiert ist und ich habe etwas dazu gepostet, sobald ich links aus der Tür raus war. Was genau ist denn passiert? Warum sehen alle so träge aus? War das Tor, Chinchi? Lass niemanden in die Wahrsagekommission treten oder verlassen. Seid vorsichtig, wir sind gleich da. Verstanden. Okay. Jetzt bin ich eine richtige Türwächterin, ja. Ach, was wir wieder mit Cirrus. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Cirrus, Cyrus. Wir nennen sie mal Cyrus, das klingt irgendwie angenehmer.